Moin Leute, heute habe ich wieder drei neue Gaming-Gadgets rausgesucht. Wir gucken uns einen Controller an, der deine Bewegung vorausahnen kann, einen Rucksack, der dich den Gaming-Sound spüren lässt und eine fliegende Maus von Razer. Viel Spaß mit diesem Video. Impuls Neuro Controller. Dieser Controller arbeitet mit deiner aktuellen Gaming-Maus zusammen, damit du in Spielen wie Fortnite und Warzone noch schneller reagieren kannst. In diesem Controller spielst und gewinnst du mit der Geschwindigkeit des Denkens. Impuls verfügt über Sensoren und einen Algorithmus, der die Biosignale deiner Muskeln lesen kann und die Klickabsichten vorhersagt. Das bedeutet, er verkürzt die Zeitverzögerung zwischen Nachdenken über das Klicken und der tatsächlichen Ausführung dieser Bewegung. Impuls wiegt gerade mal 50 Gramm und funktioniert mit jeder Gaming-Maus, sodass du dein vorhandenes Setup nicht ändern musst. Viele Hersteller versuchen immer schnellere Gaming-Mäuse bis hin zu besseren Monitoren zu entwickeln, um die Reaktion im Spiel zu verbessern. Dieser Controller ist das nächste Level in diesem Bereich. Er reduziert deine Verzögerung, indem er die Absichten anhand neuronaler Daten in deinen Muskeln interpretiert. Impuls verbessert die Leistung sowohl für Links- als auch für Rechtsklick-Aktionen. Ein tolles Gadget, was uns definitiv einen Vorteil beim Zocken bringt. Subpack M2X. Mit Subpack spürst du den Bass am ganzen Körper. Um komplett in das Spiel, das man gerade spielt, eintauchen zu können, sind gute Kopfhörer essentiell. Große und laute Boxen dagegen haben den Vorteil, dass man die Musik durch den Bass wirklich am ganzen Körper spürt, was die Hörerfahrung noch einmal intensiviert. Die Nachbarn dagegen werden nicht so begeistert sein, wenn sie unfreiwillig Teil dieser Erfahrung werden. Der Subpack M2X ermöglicht es jedoch, die Musik mit dem ganzen Körper wahrzunehmen, ohne dabei die Nachbarn zu verschrecken. Das Gerät, das wie ein Rucksack getragen wird, überträgt tiefe Frequenzen direkt auf den Körper, wodurch die Hörerfahrung trotz Kopfhörer und Zimmerlautstärke deutlich intensiver als im Normalfall ausfällt. Dabei eignet sich Subpack perfekt zum Spielen von Computerspielen, um dort noch tiefer ins Geschehen einzutauchen. Ein Gaming-Gadget durch und durch. Dieser Rucksack kommt mit einer patentierten taktilen Audiotechnologie daher, um den Bass damit so gut wie möglich fühlbar zu machen. Dazu trägt auch die ergonomische Form des Subpacks bei, die dafür sorgt, dass das Gerät möglichst optimal am Körper anliegt, wodurch der größte Effekt erzielt wird. Um Musik abspielen zu können, wird der Rucksack per Bluetooth oder ganz normal per Klinkeneingang mit der Controlbox des Submax verbunden. Dort können in Folge dann Kopfhörer angeschlossen werden. Eine Regulierung der Intensität ist hier natürlich auch möglich. Razer McFly, die erste schwebende Maus. Razer ist ein Unternehmen, das für sein Gaming-Zubehör bekannt ist. Razer ist führend in der Branche der Gaming-Mäuse und entwickelt seine Technologie immer weiter. Razer McFly, ein von Razer eingeführtes Projekt, das eher einem futuristischen Filmgadget ähnelt. Mal sehen, ob die Hoover-Maus möglich ist oder nicht. Die McFly sieht schon beim Betrachten der Maus umwerfend aus. Das Zusammenspiel aus magnetischer Positionsverfolgung und dynamischer Kraftentwicklung gibt eine Rückmeldung an den Avatar im Spiel, genau wie in der realen Welt. Es simuliert im Grunde genommen physische Empfindungen im wirklichen Leben. Wie soll sie also schweben? Die Hoover-Technologie basiert auf einer elektromagnetischen Abstoßung zweier Oberflächen. Die Razer-Technologie verstärkt im Wesentlichen die Erdmagnetkraft und vermeidet Kollisionen. Leider bleibt diese Maus nur Zukunftsmusik. Razer hat nicht vor, diese Maus zu produzieren. I gave you my heart.